So, liebe Leute, heute ist der Samstag und damit herzlich willkommen zum Qualifikationstraining zum Großen Preis von Großbritannien. Und ja, das Training war doch in Ordnung. Mit den Plätzen 4, 2 und 1 gemischt, aber war okay. Alles möglich und ja, wir haben uns jetzt im Qualifying zusammengebastelt bekommen und nach vorne bekommen. Das schauen wir uns jetzt an. Los geht's. Wir wollen die Pole, wir wollen hier den Sieg. Alles andere ist erstmal unwichtig. Um das Thema mit F und E und die Luftablöcher habe ich mich drum gekümmert. Und hier ist eben noch schnell der Teaser zu Großbritannien, zu Silverstone. So, da saß man schon im Auto und geht jetzt sofort los. Nicht Österreich, so war es richtig. Gut. Na dann, gehen wir rauf auf die Strecke. All clear the garage, please. Car ready to leave. So. Einige Autos schon auf der Strecke, also wir haben uns ein bisschen verpennt, dass wir nicht als erstes rausfahren dürfen. So, jetzt wäre es ganz, ganz wichtig, direkt in der ersten Runde, im ersten Versuch den, die Kurven zu treffen. Ist natürlich die Reifen ein bisschen auf Temperatur schon mal zu kriegen. Vorne ein McLaren, dann haben wir einen Williams und dann sind wir dran. Also wir sind das dritte Auto auf der Strecke. Und hinter uns schon der erste Red Bull, also der mutig, dass es Verstappen ist schon. Aber wir wollen natürlich heute. Heute muss es zählen. Zweimal hat es Hamilton schlagen können, im dritten vorhin haben wir zurückgeschlagen, aber er ist auch auf dem Fahrt gefahren und so nebenbei. Mal gucken. Wie gesagt, ich hoffe es einfach nur. Ich hoffe es einfach nur, dass wir es heute irgendwie hingebastelt bekommen. Das war gutes freies Training hinbekommen und ja, gutes Qualifying hinbekommen. Und dann schauen wir einfach mal, wie es funktioniert. Können wir hier unsere Pole holen? Das wäre die zweite in Folge oder überhaupt die zweite. Ich dachte jetzt gerade nicht, dass das Auto kaputt ist. Ah, der Motor. Es ist der Motor. Wir müssen also nach der Saison den Motor austauschen. Scheiße. Dementsprechend ist die Pole weg. Oder 60%. Ich hoffe, dass wir es nach dem. Ich hoffe, dass wir es nach dem Wochenende hinbekommen zum. Naja, alles gut. Jetzt haben wir natürlich das Problem. DRS will be offline. There's a fault with the rear wing system. Stay out. We can work on a fix remotely. Ja, ja, dann muss es jetzt halt gerichtet werden. Ja, Flügels durch, ne? Bzw. der Flügel ist kaputt. Dementsprechend wird natürlich keine gute Zeit zustande kommen. Ja, falls das Auto ist, ein bisschen sehr langsam. Ist das ein Renault? Sieht ein Renault aus, ja. RS27.8. Ich denke, dass wir die Zeit nicht rankommen. Ja, es ist Ricciardo. Also es ist ein Renault. Und sie gehört auch noch der beste 26,5 und das trotz kaputtem EDAS
Und das ohne Flügel, ja, die Runde ist natürlich ungültig, klar, aber... Also, führender momentan von Sergio Perez, Albon, Norris und Sainz. Das sind die ersten 5. Hamilton schlägt zurück, 26-4. Er hat aber, wie gesagt, wir haben kein DRS gehabt in der gesamten Runde. Dementsprechend bin ich auch ziemlich zufrieden mit der Runde. Also durchaus möglich, heute hier die Pole zu holen in Großbritannien. Also Hamilton führt momentan Doppelführung für den Mercedes in den ersten. Das ist wichtig. Weil ich den Hamilton gerne hinter mir gehabt hätte. Aber ja, wir haben noch einen zweiten Versuch mit den neuen Nummern der Reifen. We've only got 2 laps of fuel left. Scheiße, da bin ich nicht gerechnet. Natürlich darf das Auto jetzt nicht mehr angefasst werden. Dementsprechend müssen wir mit dem kaputten Motor schon oder mit dem. Wir hatten ja aber 5%. 61. We fixed the problem with DRS. It should be back online. Jawohl. Flügel funktioniert wieder, er kann wieder flachgestellt werden. Das konnte er eben, wie gesagt, eben nicht. Das heißt, das hätten wir die Runde noch mal ein bisschen besser gewesen. Und dementsprechend bin ich eigentlich zufrieden. Naja, nicht zu schnell in die Box. Es kann durchaus mal schnell eine Strafe geben. So. Also, versuchen wir es nochmal. So far, our fastest lap is a 1:26.5. All clear the garage, please. Car ready to leave. Ich will nochmal zurückschlagen. Diesmal mit DRS, liebe Leute. Sparen natürlich jetzt das Benzin, um den Motor nicht unnötig zu belasten. Ich fahre bewusst jetzt auf Mager. Wir wollen noch mal raus. Wir müssen noch mal eine Runde setzen. Ich will ja die Pole holen und dann im letzten Versuch zu sein, jetzt vielleicht noch mal zu kontern. Aber den ersten Versuch mit dem kaputten DL ist das schon mal in Sonne gesetzt haben. Aber egal, alles ist gut, alles ist drin. Wir haben noch gute 10 Minuten, also ein bisschen haben wir noch. Wenn wir jetzt natürlich den Flügel wechseln, beziehungsweise jetzt den Motor wechseln, dann gibt es natürlich auch nicht Strafen und das will ich halt heute irgendwie vermeiden. Ich will dieses Ding hier heute holen. Oder riskieren wir es und sagen, müssen wir gleich, ich gucke gleich, vielleicht schaffen wir es und wir doch, schmeißen wir die Pole weg. Aber wir müssen jetzt mal gucken, so weit wie möglich nach vorne zu kommen. Also, führender momentan vor, eben du, hinter, also zweiter hinter Lewis Hamilton momentan, vor Max Verstappen allerdings mit den beiden Ferrari, die wieder stark sind, sehr gute Ergebnisse bisher geholt haben. Jetzt gehen wir mal voll drauf auf die Runde. Ich will natürlich noch mal was verbessern. Ich kann mich mal an eine Renault-Karriere erinnern. Da ist mir in Belgien mal der Motor hochgegangen. Auf Platz 2 liegen, 100 Meter vom Ziel oder was. Ich weiß gar nicht, ob ich das... Muss irgendwie sowas, glaube ich, war das 2016 oder so? Oder zwei, ja, doch 2016 müsste es gewesen sein. In meiner Online-Karriere, in meiner Let's Play-Karriere. Ne, was war? Habe ich schon Let's Plays gemacht? Ich weiß es gerade nicht auswendig.
Also ja, habe ich schon, aber ich weiß nicht, ob ich Formel 1 schon gespielt habe. Müsste ich in meine Playlist gucken. Da müsste es irgendwo drin sein. In Belgien weiß ich, auf jeden Fall 50 wieder vom Ziel in den Motor gegangen. Und diese 18 Punkte haben mir am Ende zum WM-Titel gefehlt. Ich glaube, ich war am Ende nur 10 Punkte oder so noch Rückstand. In Belgien, das Auto, wenn ich verloren, der ist durch gewesen. Leider nicht. Eine neue sehr schnell drum. Fahrer vor mir. Lewis is ahead of you. Their best lap time is a 1:26.4. Two laps of fuel remaining. So, dass ich nochmal eine Runde zu sehr, die Runde nochmal zu Ende ziehen. Bestzeit, yes. Also, drehen wir das ganze Ding mal noch um und holen uns wieder die Pulver her mit Louis damit. Ja, wir arbeiten gerade ein bisschen, ne? Müssen strecken, anstrengen und auf jeden Fall nochmal einen dritten Versuch setzen. Ich gehe jetzt mal in die Box, fahre nochmal raus und hol mir dann die Pole. Momentan der Vorsprung 0,2 Sekunden auf Louis Hamilton. Das ist erstmal ganz, ganz wichtig. Ich will Kaffee nehmen. Ich werde aber nicht wach gerade momentan, ne? So, erste Runde noch knapp dahinter wegen dem kaputten Flügel. Jetzt haben wir es im zweiten Versuch gepackt. Aber ich werde nochmal versuchen zurückzuschlagen. 5 Minütchen haben wir noch in diesem freien Training, ne? So, einen Versuch setze ich noch. Ich habe noch mal einen, ich nutze noch mal einen frischen Satz Reifen. So, jetzt den Versuch, den Konter zu setzen, gegennehmen in den Lewis Hamilton. Vielleicht kann man da zurückschlagen. So, Hamilton ist uns schon raus, das ist klar.
Der will auf jeden Fall das wissen heute. Der will auch mal zurückschlagen hier auf seiner Heimstrecke. Der will auf jeden Fall nochmal zurückschlagen. Wir müssen uns auf jeden Fall noch. 3 Minuten 30 haben wir noch. Vielleicht können wir hier nochmal eine. Können wir uns unsere zweite Pole in Folge holen. Wie gesagt, in. Letzte Rennen in Österreich haben wir sie geholt. Da haben wir Red Bull geschlagen auf deren Heimstrecke, auf deren Heimstrecke. Jetzt wollen wir es mit Lewis Hamilton genauso machen. Wollen wir ihn vor seinen eigenen Fans heute schlagen. Gut, der Vorsprung in der, beziehungsweise nicht nur heute, sondern auch morgen. Und dann wollen wir den Vorsprung der WM versuchen auszubauen. Das wäre das ganz, ganz Wichtige, bevor es dann nächste Woche nach Ungarn geht. Und das ist dann wiederum meine eigene Haus- und Hofstrecke. Die Strecke, die ich unbedingt was reißen will, wo ich unbedingt den Vorsprung mit dem dritten Sieg in Folge nochmal ausbauen will. Aber dazu muss heute dieser Sieg her, oder beziehungsweise ein sehr gutes Ergebnis her. Das wäre ganz, ganz, ganz wichtig. Aber es ist noch nicht in der Sache einfach. Vielleicht der Motor, der zickt noch ein bisschen rum, der will. Der scheint wohl gerade ein bisschen seine Probleme zu kriegen. Was haben wir denn momentan? 74%. Können wir das Ding nach Hause nehmen hier mit? Oder können wir heute hier unsere zweite Pole in Folge holen? 2 Minuten noch. Also, wir versuchen es. So, Runde läuft. Ja, wir haben es ein bisschen spät hochgestellt. So, sind wir gelb gerade. Aber das ist gerade für uns uninteressant. Die jagen einfach mal gerade durch. Weil das war ein Problem in der Box. Das hat nichts mit der Strecke zu tun. So, vor uns ist jetzt ein ganzer Koloss an Autos. Das ist ein Alpha Tauri. Die Runde ist sowieso weg. Scheiße! Vor uns Giovinazzi. Ah, scheiße. Damit ist sowas aus. Scheiße, scheiße, scheiße. Ach, Mann, ärger mich das. Vielleicht können wir es irgendwie noch zurückbasteln, aber es wird schwierig werden. Der ist mitnehmen. Vielleicht haben wir auch ein bisschen Glück. Vermutlich, weil wir nämlich Mega-Verkehr. Als Troll, der macht aber genau in dem richtigen Punkt langsam und sagt, dass das jetzt ziehen. Der nächste wäre dann ein Ferrari. Weil es ist kein Ferrari, es ist ein McLaren, aber ist egal. Bester zweiter Sektor. Vielleicht kriegen wir doch noch mit ein bisschen Glück dabei noch eine Runde. Weil dann hätten wir neuen Reifensatz zum Rennen. Bisschen weit rausgekommen, aber der Abstand ist nicht groß. Norris ist das jetzt vor uns. Wir haben es nochmal hingekriegt, Nummer 26.1 gedrückt. Da werde ich jetzt hier auch abbrechen. Ganz klar, weil A, Motor schon und B, wir haben just 30 seconds left in the session. Den Stroll mal zurückziehen lassen, weil der geht nämlich jetzt auf die schnelle Runde. Dementsprechend sind wir dann im Weg. Nächstes ist dann Giovinazzi, da lasse ich jetzt gerade mal. Ich nehme mal gerade noch ein bisschen raus vom Gas, von der Strecke. Weil es hinter mir den ganzen Verkehr kommt. Ja, ich weiß. Ja, Kwiat auch. Jetzt hole ich mir kurz eben, dass ich den zweiten noch ziehen. Das ist dann Perez. Ja. Qualifying ist durch. Wir können es jetzt nicht mehr basteln. Es ist jetzt durch. Wir haben es geschafft. Zumindest erstmal vorsorglich die Pole zu holen. Wenn nicht Lewis noch irgendwie was findet. Den Grosjean noch kurz hin vorbeilassen. Der wird keine Gefahr da sein. Kann er. Ich befürchte, dass wir jetzt die Pole wegschmeißen müssen. So. Da hat sich irgendwas getan. Gerade Leclerc, Vettel haben sich wieder ein bisschen die Plätze getauscht. Fahrer hinter mir. Lewis ist behind you. Their best lap time is a 1:26.2. 26.2. Ja, klar. Es ist knapp davor. Es ist knapp dran. Er muss halt ein bisschen was, finden. Ich vermute, dass es das für ihn noch reichen wird. Ab in die Box. Auto steht. Louis steht in der Box und damit haben wir die Pole. Sehe ich gerade.
zweite Folge. In Österreich geholt und jetzt auch hier. Wir sind alle bereit für das morgige Rennen, aber yes. Bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung. Richards, Hamilton und Max Verstappen. Das Qualifying ist beendet, jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei, also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Ja, ich weiß, an die Mutter nicht denken müssen, vor dem Qualifying, weil dann wäre ich halt nicht durchgekriegt. Naja. Gute Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Es ist immer gut, nach der Qualifikation ganz vorne zu stehen, oder? Glauben Sie, Ihr Teamkollege hat es genossen, die Fans seiner Heimat hinter sich zu haben? Das war dann alles. Ja. Gut, den Samstag haben wir schon mal irgendwie hinbekommen. Knapp, aber wir haben es geschafft. Wir haben unsere zweite Pole der Saison geholt. Jetzt ist die große Frage, schaffen wir es auch im Rennen? Am Sonntag, also morgen quasi. So. Gut. Dann haben wir es den Samstag hin, wie gesagt, hinbekommen. Sonntag, wichtig. Mal gucken. Ich gucke jetzt gerade mal nach, wie das mit dem Motor aussieht. Wenn wir jetzt natürlich eine Strafe von 5 Plätzen bekommen, würde ich es halt nehmen. Weil dann ist klar, dann könnte das Rennen gerettet sein. Aber die Frage ist, kriegen wir es irgendwie dann hin? Wenn es so 10 Plätze sind, müssen wir mal gucken halt. Ne? Platz 11 ist natürlich eine Hausnummer dann von dem Rennen. Dauert jetzt einen kleinen Moment. So. Gut gemacht. Das war eine tolle Leistung im Qualifying. So. Genau so ist es. Gut. Mal gucken, was. Ach, einfach die brauche ich nicht. Scheiße. 66%. Ich riskiere es, wenn ich ehrlich bin. Bevor ich jetzt irgendeine Scheiße passiert. Ich will dieses Rennen gewinnen. Naja, wir riskieren es einfach. Wir schauen uns das Rennen morgen an um 14 Uhr, wenn ihr wieder Bock habt. Bis dahin und ciao.